Kümmelsalbe. Ja. noch viel unbekannter scheint mir ja als der Poet Grassoff, der Maler Grassoff zu sein. Wir haben hier hinter uns drei Bilder hängen. Jetzt aber wir unbekannt. Haben auch, war jetzt mal unbekannt. War mal bekannt. Es geht ja alles so schnell, es schiebt der eine den anderen weg und drängt den anderen weg. Das ist das Gesetz der Welt. Ja, wir haben ein paar von Ihren Bildern, von Ihren vielen Bildern mal aufgezeichnet, aufgenommen. Und das spielen wir uns jetzt ein und vielleicht sagen Sie ein paar Sätze zu diesen Bildern. Werde ich etwas vorlesen, das kriege ich doch nicht so gut hin. Ach, das kriegen Sie hin. Ob Sie das meinen oder nicht. Ich glaube, da habe ich mal die Stichworte hier rausholen. Also, kann losgehen. Ei, ja. Von über 1000 Bildern haben wir etwa 12 rausgesucht. Ja. Oh, wir sind schon beim nächsten. Ach Gott, so schnell komme ich gar nicht hinterher. Das sind russische Bilder hier. Ja. An Ivan, der schenkte mir ein Ei. Schon wieder das nächste. Ah, die Panzer, die ersaufen da im Schlamm. Das sind also Bilder, die Sie während des Krieges gemacht haben, nicht? Und jetzt was kommen ist wir das? Viel später, jetzt kommen wir etwa mein Debüt bei der Kästner-Gesellschaft, meine erste Ausstellung, schon das nächste wieder. Diese beiden etwa. Der Esel und das Geschirr, das Geschirr und sein Esel hieß dieses. Hier haben wir etwas, das ich in Schweden gemalt habe. Wir waren mehrere Jahre in Schweden. Pflanzen, die abstrahierte Pflanzen, die zu einer Zeile, hier spielt auch Zeit hinein, bewegtes, im Raum bewegtes, das auf Fläche gebracht wird. Hier auch wieder Nacht, bewegtes. Arktische Fahrt heißt dieses. Alle diese Bilder habe ich etwa vor 20 Jahren. Jetzt kommt etwas, was ich in diesem Jahr etwa gemacht habe. Das sind die letzten Venus Vulgi Vaga habe ich sie getauft. Das schließt. Das wollen wir jetzt nicht übersetzen. Ne? Ja, da können wir bei Bellmann nachsehen, den ich übersetzt habe. Und nun, dies ist der Stiefel und sein Herr. Ich habe das bewusst rumgedreht. Und hier kommt das, was uns alle plagt. Das ist die Angst, die Beklemmung vor dem Bedrohenden. Mhm. Also was ich faszinierend finde an diesen Bildern ist, dass sie doch eine ungeheuerliche Vielseitigkeit im Stil zeigen, während sie beim Schreiben doch eigentlich so, naja, da sind sie doch der Bänkelsänger. Ich meine das nicht abwertend, aber da haben sie einen etwas einheitlichen Stil. Das dürfen Sie sagen, ja. Hier ist auch Bänkelsang drin. Ja, sie sehen auch die drin, Kompartimente, die Einteilungen. Und es ist, jeder hat ja seine Vorfahren. Ich komme ja schließlich aus dem Land der Bänkelsänger. Das ist wo? Mein Quedlinburg. Das ist mein Erbteil. Gibt es einen literarischen Vorfahren auch? Nee, das andere Erbteil, nee, die habe ich nicht. Literarische Vorfahren. Ein Grassoff hat mal lateinische Verse gemacht, aber schon lange her. Nee, ich wollte auf was anderes hinaus. Ja, darauf, dass Sie in Ihren Bildern auch meinen, ein malender Bänkelsänger zu sein. Aber ich würde mich auch anschließen, dass man das doch ist schwierig, in vielen natürlich. Dingen ist da sehr viel auch abstrahiert. Und das findet man ja nun in dem, was Sie schreiben, gar nicht. Auch nicht in Ihrem Roman. Das ist ja blutvoll. Das will ich nicht sagen. Vielleicht kennen Sie die Sache nicht. Es gibt von mir ein Band Gedichte. Ah ja. Ich glaube nicht, den haben wir leider nicht da. Da sind solche Dinge drin. Aha. Das ist ein kleiner Band von etwa 50 Gedichten. Aber natürlich habe ich, was nicht ist, das kommt noch. Ich denke noch eines zu schreiben. Es ist ja so, wenn man zwei Fähigkeiten hat, die des Malens und des Schreibens, da muss man sozusagen die Pferde immer umschirren und man kommt immer nur die halbe Strecke vorwärts. Wenn ich nur mit einem Wagen fahre, dann kann ich die Doppelstrecke fahren. Aber so muss ich die Pferde umspannen und muss dann, ich sehe das Bild meines Vaters, der eine Landwirtschaft hatte. Also da muss ich umspannen und komme nur die halbe Strecke, spanne ich sie wieder um. Also in der Literatur, so geht das immer stückchenweise. Wenn ich nur ein Maler wäre, dann wäre ich wahrscheinlich ein Stück bekannter als Maler. Mhm. Wenn ich nur ein Schreibender wäre, wäre ich als solcher bekannter. Mhm. So muss ich einem Zwange folgen, beide Fahrzeuge umschichtig voranziehen. Aber das Wichtigere scheint mir doch in der Öffentlichkeit zumindest, oder tue ich Ihnen da Unrecht, im Moment der Schriftsteller. Ja, den Maler haben Sie ja ziemlich zurückgezogen. Grund. Ja, das hat seinen Grund. Ich habe eine ziemlich schwere Augenoperation gehabt, konnte nicht mehr malen, habe mich auf ganz kleine Miniaturen zurückgezogen, also am Tisch.
nur noch, und dann kam das Schreiben nach vorn. Und das bleibt wahrscheinlich auch mehr oder weniger vorn, aber ich weiß es nicht. Plötzlich kann dann das andere wieder durchbrechen, nicht? Schönen Dank, Herr Grashoff. Meine Damen und Herren, das war es für heute Abend. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Es war ein langer Abend, hoffentlich kein langweiliger Abend. Und zum Schluss hören Sie jetzt noch mal Brigitte Lehbahn mit einem Grashoff-Lied, Kleine Banditenballade. Tief in Urwald Brasiliano auf Plantage von Banano wohnen Signor Don Juan mit seinem Schatz. Signor spielen Pianino, Donia liegen trinken Vino auf Matratz. Oh, 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 Brasito, Sito, Sito, il finito, nito, nito, nito. Erster Satz, erster Satz. Plötzlich krauchen aus Jasmino mit sein altes Carabino böse Räuber Petrolino, leis wie Katz. Schreien her mit dem Pesetto, schießen Löcher in Tapeto, batz, 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 oh, oh, oh. Oh, Prosito, Sito, Sito, il finito, nito, nito, nito. Zweiter Satz, zweiter Satz. Signor, schmeißen mit Patino, treffen Kerzes die Arino, alles duster wie im Kino und Rabatz. Aber Donia mit Carajo, knallen Räuber, Tacho, Tacho, was von Latz. Oh, 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 Prosito, Sito, Sito, infinita, nito, nito, nito. Dritter Satz, dritter Satz. Mose tot sein, Petrolino, nix mehr trinken wie der Vino, auch nix rauchen mehr Florfino, nix mehr Schatz. Donia schleppen aus Baracco, bösen Räuber Hokopacco, weg von Platz. Oh, 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 Brosito, Sito, Sito, Hilfe, Nitto, 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 Nitto. Vierter Satz, vierter Satz. Tief in Urwald Brasiliano spielen Signor Don Juano, Donia singen zu Piano, schön wie Katz. Alten bösen Banditilio, längst gefressen Krokodilio mit sein Schatz. Oh, 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 Prosito, Sito, Sito, infinita, nito, nito, nito. Letzter Satz, letzter Satz. Finito! Nicht finito, in unserem Programm geht es noch weiter, und zwar mit dem Western. Verehrte Zuschauer, vor rund 80 Jahren eigneten sich amerikanische Ranger im Neumexiko Grund und Boden an, die der mexikanischen Bevölkerung von der spanischen Krone zugesichert worden waren. Vor diesem historischen Hintergrund erzählt Hollywood-Altmeister John Sturges seine Geschichte vom Einzelgänger, der sich bewährt und für Recht und Ordnung sorgt. Sehen Sie nun den amerikanischen Western Sinula aus dem Jahre 1972.